Als die Komodo auf den Markt kam, gab es plötzlich eine bezahlbare RED-Kamera mit kompromissloser RED-Bildqualität in einem kleinen Body und Global Shutter. Nach nur einem Jahr mit der Komodo erzähle ich euch, ob es die richtige Kaufentscheidung war, sowie alles, was ich über die Kamera gelernt habe, was ich gern vor dem Kauf schon gewusst hätte. Viel Spaß! Zunächst möchte ich auf ein paar kleine Probleme eingehen, die ihr definitiv wirklich wissen solltet. Der SDI-Port. Bei der Komodo gibt es leider die hohe Chance, dass ihr euch den SDI-Port zerschießt beim Anmachen der Kamera. Um das zu vermeiden, steckt immer das SDI-Kabel ab, bevor ihr die Kamera an- oder ausschaltet. Andernfalls kann die Spannung den SDI-Port leider kaputt machen. IR-Pollution. Wenn ihr höhere NDs nutzt in hellem Sonnenlicht, werdet ihr IR-Pollution in dunklen Farben haben. Nun ist es nicht so schlimm wie bei Blackmagic-Kameras, trotzdem nutzt immer einen IR-Cut-Filter, wenn ihr NDs nutzt. Ich verlinke euch einen unten, den ich beispielsweise nutze. RED-Approved Akkus und Karten. Leider habe ich schon oft auf YouTube gesehen, dass Leute sagen, man kann billige No-Name-Akkus an der Komodo nutzen. Das kann ich definitiv nicht bestätigen, denn immer wenn ich nicht RED-approved Akkus benutzt habe, hing die Kamera beim Booten in einer Endlosschleife fest oder ging einfach aus, wenn ich auf REC gedrückt habe. Meine Empfehlung, also nutzt immer RED-approved Akkus und Karten. Ich persönlich nutze Jupio Akkus, da sie mehr Kapazität als die von Canon bieten, zu einem günstigeren Preis. Verlinke ich euch auch mal unten. Kurzer Zwischenruf aus dem Studio. Falls du dich mehr für das ganze Thema Filmemachen interessierst, dann möchte ich dich sehr gern zu meinem kostenlosen Online-Webinar einladen, wo ich dir meine Top 10 Tipps für professionelle Imagefilme verrate, sowie meine Top 5 Tipps für ein erfolgreiches Filmemacher-Business. 2015 hatte ich auch noch überhaupt gar keine Ahnung, wie man eine Kamera bedient, wie man filmt. Heute habe ich es geschafft, mit Kunden zusammenzuarbeiten wie Siemens, Adidas, Decathlon, kann durch meine Aufträge die ganze Welt bereisen und lebe dadurch einfach meinen Traum. Wenn das also auch was für dich ist und dich das interessiert, dann wie gesagt, lade ich dich gern zu meinem kostenlosen Online-Webinar ein. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Alle Teilnehmer waren bis jetzt sehr, sehr begeistert. Also ich freue mich auch darauf, dich bald in meinem Online-Webinar begrüßen zu können. Bis dahin! So, nun lass uns über ISO sprechen und wie das bei RED funktioniert. Anders als bei anderen Kameras ist der ISO bei der RED nur Metadata und dient nur dazu, um das Bild entweder heller oder dunkler zu machen. Und deswegen gibt es bei RED keinen nativen oder Base ISO. Allerdings hat die ISO-Einstellung beim Aufnehmen einen direkten Einfluss auf den Dynamikumfang. RED empfiehlt ISO 800, da man so die gleiche Menge an Dynamikumfang in den Schatten als auch in den Highlights hat. Wenn man nun den ISO auf 1600 beispielsweise oder höher stellt, schützt man somit mehr seine Highlights und bei geringerer als ISO 800 habt ihr mehr Details in den dunklen Bildbereichen. Also das solltet ihr je nach Szene beachten und natürlich darauf achten, dass ihr nichts klippt. Deshalb immer auf die RED Traffic Lights achten. Wo wir schon über den Dynamikumfang und das Bild sprechen, das ist wirklich überragend bei der Kamera. Die Farben, Hauttöne, Highlight Roll-Off, alles sieht wirklich sehr, sehr schön aus und hat einen, finde ich, unvergleichlichen Look. Daher ist die Komodo für mich die beste Kamera, mit der ich je gearbeitet habe. Außerdem, das RED RAW läuft so butterweich und gibt euch so viele Einstellungsmöglichkeiten in der Post, was einfach echt nur noch Wahnsinn ist und super viel Spaß macht, damit zu arbeiten. Innerhalb des Jahres habe ich die Komodo in ziemlich schwierigen Bedingungen genutzt. Eis, Schnee, Minustemperaturen, Hitze und Trockenheit oder komplett mit Matsch und Dreckwasser durchnässt. Die Komodo hat mich nie im Stich gelassen und ist wirklich eine absolut zuverlässige Kamera, egal wo und wie ihr sie einsetzen werdet. Also war es nun die richtige Entscheidung, die Komodo zu kaufen? Absolut, und ich würde es heute wieder tun. Der kleine Body, der Global Shutter gepaart mit der RED Bildqualität ist einfach nur Wahnsinn. Deshalb habe ich es nie bereut, meine Blackmagic Kamera verkauft zu haben. Auch die 6K mit 40 FPS reichen für normales B-Roll absolut aus und durch den Global Shutter könnt ihr super Handheld-Aufnahmen machen, was ich wirklich einfach liebe. Zur Komodo habe ich schon ein sehr ausführliches Review gemacht, wo ich über Lowlight, Framerates und wirklich vieles mehr spreche. Das verlinke ich dir mal hier. Solltest du dir auf jeden Fall auch noch anschauen, wenn du dich für die Kamera interessierst. Mich interessiert natürlich, wie sind deine Erfahrungen mit der Komodo oder hast du noch Fragen oder Bedenken zur Kamera? Denn schreib mir das gerne in die Kommentare.
Kommentare. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Liken und abonnieren bitte nicht vergessen, damit ihr auch keins der anderen Videos verpasst. Bis dahin, bleibt gesund, Leute. Ciao.